Moin Moin, heute habe ich Post von der lieben Jenny bekommen vom Kanal Jennys Lesestoff. Und zwar haben wir mal wieder ein Tauschpaket gemacht. Das haben wir ja schon mal gemacht, dass wir uns gegenseitig unsere Wunschlisten geschickt haben und uns ein Überraschungspaket zusammengestellt haben mit Büchern, aber auch mit schönen, netten Kleinigkeiten noch dazu. Und ich habe einfach festgestellt, dass ich es total toll finde, sowohl zum Shoppen als auch zum Geschenk bekommen, wenn das Paket ein Thema hat. Ich hatte letztes Jahr zusammen mit der lieben Steffi vom Buchschnack ja auch ein weihnachtliches Paket gemacht und das hat so viel Spaß gemacht, zum Thema irgendwie was zu finden. Und da hatte ich mir dann ja auch noch Farben ausgesucht, die so zusammenpassen sollten. Und das hat ja, wie gesagt, beim Shoppen alleine schon Spaß gemacht. Und deswegen haben wir uns jetzt gegenseitig ein paar Themen gesagt, die wir gerne in Büchern haben, aber allgemein auch so etwas ist, was uns im Moment total interessiert. Ich hatte zum Beispiel ihr genannt Unterwasserwelt oder Zirkus und Jahrmarkt, Drachen natürlich, aber auch Psychiatrie bzw. Irrenanstalt, also ein bisschen was Psychomäßiges. Und ich glaube dann, das letzte war noch fantastische Weltreise, also Bücher aus den verschiedensten Ländern. Und wir haben halt immer zu allen Themen, haben wir uns auch Bücherwunschlisten angelegt und dem anderen dann zur Verfügung gestellt. Also das heißt, die Bücher treffen dann auf jeden Fall den Geschmack, weil wir sie eh auf der Wunschliste hatten oder dann auf die Wunschliste gepackt haben. Und ja, der andere durfte sich dann ein Thema aussuchen und hat dann ein Paket zusammengestellt, also natürlich mit Büchern. Mindestens zwei haben wir, glaube ich, gesagt und oder mindestens eins. Aber ich glaube, es sind jetzt bei uns beiden irgendwie zwei, drei geworden. Und dann haben wir einen Betrag abgemacht und dann, wenn die Bücher gekauft worden sind, wird dann halt mit dem restlichen Budget halt noch ganz viel, oder was heißt ganz viel, also ein bisschen Kleinkram oder schöne Goodies gekauft, die passend zum Thema sind. Und wir wollten halt aber nicht so so billiges Goodie-Kram haben, also jetzt nicht irgendwelche Werbungen oder irgendwelche Leseproben, sondern es sollte schon ein bisschen was Wertigeres sein. Wir haben uns dann gegenseitig natürlich auch noch ausgetauscht, was wir nicht so gerne mögen und was jetzt nicht unbedingt ins Paket soll. Jetzt zum Beispiel bei mir so Stehrumchens, irgendwas Dekomäßiges, was einfach nur rumsteht und Staub fängt, also so Funko Pops oder sowas, das wäre jetzt für mich jetzt auch nicht unbedingt das gewesen. Ja, und ansonsten haben wir uns aber gegenseitig total freie Hand gelassen und wollten uns natürlich auch überraschen lassen, welches Thema der andere denn für einen ausgesucht hat. Und es hat alleine schon wieder so viel Spaß gemacht, für Jenny zu shoppen. Und wir haben uns ja gegenseitig zwischendurch immer ausgetauscht, dass man jetzt gerade shoppen war und dass man gerade etwas für sie gefunden hat. Und natürlich konnte man nichts verraten oder wollte nichts verraten. Und das hat es natürlich umso spannender gemacht. Und wir haben uns dann auch abgesprochen, dass wir die Pakete ungefähr gleichzeitig losschicken. Und ja, heute ist das Paket angekommen und normalerweise drehe ich nicht mitten in der Woche. Das mache ich meistens dann am Wochenende, aber jetzt war ich zu neugierig. Ja, da ist das Paket und das werde ich jetzt gemeinsam mit euch aufmachen. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, welches Thema sie ausgesucht hat. Und ich, ja, weiß ich nicht, ich habe so ein, zwei Ahnungen. Sie hatte, glaube ich, wo wir uns noch nicht im Klaren waren, dass wir uns gegenseitig über das Thema überraschen wollten, hatte sie gesagt, dass das Thema unter Wasser sie sehr ansprechen würde. Aber ich weiß nicht, vielleicht hat sie sich nochmal umentschieden, damit ich überrascht werde oder einfach nicht. Ich weiß es nicht. Zirkus, Jahrmarkt könnte ich mir auch total toll vorstellen. Ja, aber ansonsten bin ich mit jedem Thema total glücklich, weil ich ja auch jedes Thema für mich ausgesucht habe oder beziehungsweise ihr zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und ja, ich weiß gar nicht, worauf ich mich am meisten freue. Auf ihr Unpacking-Video, was natürlich jetzt auch im selben Moment online kommt wie dieses hier. Da werdet ihr also, wenn ihr hier fertig geguckt habt, sofort bei ihr rüberschauen, was ich denn für ein Thema für sie ausgesucht habe und was ich für Kleinigkeiten für sie gesucht habe. Und ja, man musste sich richtig bremsen beim Shoppen, weil wir haben uns ja ein Budget gesagt und da wollte man dann ja auch nicht zu sehr drüber gehen. Und aber es war
ja, man hatte dann auf einmal so viele Ideen und da musste man dann so auch ein bisschen drüber nachdenken. Nehme ich jetzt das oder eher das? Ja, aber ich will euch jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen, wie mich auch nicht. Ich habe von ihr die Instruktion bekommen, dass ich das, wenn ich es aufmache, vorsichtig in den Deckel schauen soll, weil da wohl irgendwas drin steht oder drin ist. Und sie hat mir gesagt, dass sie zusammen mit ihren Kindern was gebastelt hat. Und sie ist ja auch so eine Bastelfee. Und da bin ich auch total gespannt, dass sie meinte, das wäre schon ein größeres Projekt gewesen. Das heißt, die haben sich da echt Mühe gegeben. Und ja, ich bin sehr gespannt. Und ganz total niedlich hat sie mir dann auch noch einen Briefumschlag nachgeschickt, weil das wohl nicht mehr ins Paket, sie das nicht mehr ins Paket gelegt hat oder da vergessen hat reinzulegen. Und deswegen, ja, hat sie mir das noch schnell nachgeschickt. Total süß, dass sie das noch gemacht hat. Aber ja, ich kann es auch verstehen, dass man es denn, wenn man hat es ja dann auch dafür ausgesucht. Ja, und jetzt wollen wir mal den Deckel lüften. Ich habe hier schon die Klebestreifen vorhin eingeschnitten, aber ich habe noch nicht reingeguckt. Und das werden wir jetzt gemeinsam machen. So, ich stelle mir das mal so auf die Knie. So. Da kommt es schon. Ach, guck. Und zwar soll ich in den Deckel schauen und da sehen wir auch schon, welches Thema sie gewählt hat. Also sie hat tatsächlich doch noch unter Wasser genommen. Ist das wie so eine Art Aquarium vielleicht? Also wir sehen hier auf jeden Fall eine süße Nixe oder ist das ein Fensterbild? Ich bin. Es ist auf jeden Fall festgeklebt. Und wir hier haben ein Seepferdchen, eine Krake. Ja. Also total süß. So. Und hier haben wir ein paar Servietten. Hello Summer. Ja, passt natürlich auch jetzt irgendwie so zu dem Wetter. So ein bisschen Wasser, Strand und Meer. Und die, ja, Servietten sind total passend. Suche ich erstmal, das alles rauszunehmen. So, und jetzt habe ich hier eine Karte und das klebt aber fest. So. So, ich lese einfach mal vor. Hier haben wir die Karte Under the Sea, also unter Wasser. Hallo Ramona, ich wünsche dir viel Spaß auf einer Reise tief auf den Meeresgrund hinab. Es werden dir mehrere Kreaturen, groß und klein, begegnen und du musst tief hinabtauchen, um wirklich alles zu sehen. Ganz liebe Grüße, Jenny. PS, mit den Pataffix kannst du die einlaminierten Bilder ans Fenster, an Spiegel oder auf die Badezimmerfliesen kleben, wenn du magst. Ach so, ja. Hat sie mir hier die hier, dann kann man diese hübschen Fensterbilder, die sie gemacht hat mit ihren Kindern, dann auch rankleben. So. Und ich soll also tief graben und es gibt mehrere Kreaturen, denen ich begegne. Da bin ich mal gespannt. Hier kommt schon die erste Kreatur, ein Kugelfisch. So, ach, mache ich jetzt schon das erste Buch auch? Ich weiß es nicht. Die Bücher sind ja eigentlich immer der Höhepunkt. Der ist ja auch cool. So. Es raschelt, es klötert. Kann ich da irgendwas? Riecht es? Irgendwas riecht hier auf jeden Fall gut. So, ich mach mal das Kleine jetzt hier auf mit dem Oktopus. Da haben wir Fisherman's Friend, Salmiak, die mag ich sehr. Ja, richtig cool. Passen natürlich auch super zum Thema, echt gut. Wo packe ich sie jetzt am besten hin? Mal hier, mal im Deckel hier, so. Und der Oktopus. Muss ich mal gucken, dass ich die nachher ganz vorsichtig alle gelöst bekomme. Das ist ja auch ein tolles Papier hier. Sieht ein bisschen aus wie Muscheln, vielleicht hat sie es deswegen genommen. Könnten aber auch Blumen sein. Ist auch ein Buch, kommt auch an die Seite. Hier sind noch so kleine Holzfische, auch total süß. So, und ich muss tief graben. Oh, das ist
ja cool. Das ist ja genau was für mich, ne? Ich bin so ein Spielkind. Und das sind Seifenblasen. Die muss ich natürlich jetzt gleich ausprobieren. Super Fact jetzt hier auch noch im Video. Ja, das ist genau was für mich. Oh, ich weiß aber nicht, wohin damit. So. So, wir graben tiefer. Ach, noch so ein cooler Oktopus. Der. Ist das noch ein Fisherman, Friends? Raschelt wieder so. Mal gucken, welche Sorte diesmal. Es ist grün. Die Spearmint. Ja, die gehen natürlich auch immer. Die sind auch klassisch. Jo, extra frische Mentholpastillen. Sind sie zu stark, bist du zu schwach? So hieß doch die Werbung. Habe ich so ein bisschen werbungsgeschädigt. So, ich grabe tiefer. Sind auch so mehrere Lagen blaues Papier wie Wellen, die ineinander verschlungen sind. Und ja, es soll ja auch unter dem Meer sein. Und hier haben wir einen kleinen Wassermann. Huch. Den mache ich mal vorsichtig ab. So. Was kann das sein? Da ist irgendwas Hartes drin. Eine Pappe und darauf irgendwas Hartes. Ein Schlüsselanhänger vielleicht? Ach, wie cool. Das ist ja cool. Ich glaube, dass es ein, ich weiß nicht, ein Schlüsselanhänger ist. Aber was das Coole ist, hier, seht mal, Moin steht da drauf. Das passt natürlich sehr gut. Und ich habe auch noch keinen großen Schlüsselanhänger an meinem Schlüsselbund. Also könnte ich den da dran machen. Ja, cool. Passt ja auch sehr gut. Auch zu meinem Kanal, zu meiner Begrüßung. So, hier haben wir noch einen Fisch. Das ist so aufregend. Wir haben uns gegenseitig, wollten uns einfach eine Freude machen in dieser Lockdown-Zeit. Und man macht das ja oft, diese Wichtel-Überraschungspakete macht man ja sonst oft immer so zur Weihnachtszeit und so. Aber jetzt gerade, wo man doch so ein bisschen ja, einstecken muss, ist das doch dann ein bisschen ja, schön, wenn man sich einfach mal eine Freude machen kann. Und klar, man kann sich auch selbst einfach Bücher kaufen oder Kleinigkeiten. Aber ich finde, so ist es noch schöner, wenn es ein bisschen überraschend ist. So, achso, hier, wir haben noch so ein Paket. Das sind nochmal Fishermans. Oh ja, das ist meine Lieblingssorte. Die kaufe ich mir immer. Raspberry. Die gibt es auch nicht überall. Perfekt. Bin ich gespannt, ob du jetzt alle Sorten gekauft hast und alle extra eingepackt hast. So, was haben wir noch? Hier mal die Bücher beiseite räumen. Ich dachte, du hast nur zwei Bücher, hast du gesagt. Weil ich habe nämlich gesagt, ich bin ja so penibel und ich bin nicht so der gebrauchte Buchfan. Ich bin ja nicht so Leserin und so, das mag ich nicht so leiden. Und habe ich gesagt, ja, dann kaufst du mir halt weniger Bücher und dafür sind sie halt irgendwie neuwertig oder so. So, hier ist noch was. Oh, das sind Teelichte. Das kann ich schon erfüllen. Und wir haben hier eine Wasserschildkröte drauf. Und die, das sind die, die duften. Bestimmt auch sowas wie Meeresbrise oder so. Ah ja, Meeresluft. Ja, passt doch perfekt. Und dann sogar noch in den Schleswig-Holstein-Farben. Ja, das passt doch perfekt. Ja, die riechen alleine so schon, obwohl sie gar nicht richtig angezündet sind, riechen sie schon im Paket. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt hier nicht übersehe bei dem ganzen Papier. So. Oh, hier kommt mir noch was entgegen. Eine Flaschenpost mit Glöckchen und kleinen Muscheln drin. Könnt ihr das erkennen? Auch sehr süß. Nochmal.
viel. Oh, hier ist noch was Längliches. Das könnten zwei Stifte sein. Oh ja, und passend natürlich auch ein schöner Kugelschreiber in diesem Mint-Türkis. Der ist total schön. Kugelschreiber kann ich immer gut gebrauchen. Ich liebe Kugelschreiber. Und so ein Frixion, die kann man so wegradieren. Achso, das ist ein Marker, der wegzuradieren ist. Ja, auch sehr cool. So. Und dann nochmal die Bücher von der einen Seite zur anderen. Oh, hier ist noch was Großes drin. Ah. Oh, das wird ja immer riesiger hier. Okay, ich mache jetzt mal das erste Buch auf, sonst kann ich hier nichts beiseite schieben und komme nicht ganz unten ran. Das lag auf jeden Fall ganz unten und das fühlt sich an wie ein Bilderbuch. Ich weiß gar nicht, hatte ich ein Bilderbuch auf meiner Liste? Oder ist das ein Überraschungsbuch? Nein! Wie toll! Aber das hast du nicht neuwertig. Das kannst du nicht neuwertig gekauft haben. Schaut mal! Das hat mir noch gefehlt in meiner Benjamin Lacombe-Sammlung. Oh, das ist ja, da habe ich mir gleich das Highlight hier wahrscheinlich rausgeguckt. Aber die sind ja nicht ganz günstig. Wow, 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 wow. Ich liebe ja die Illustration von ihm und ja, auch das Märchen ist ja auch total, passt total zu diesem tragischen, melancholischen Zeichenstil auch von ihm. Also sowohl Geschichte als auch Zeichenstil passt dazu sehr, sehr gut. Ja, also das freut mich. Mal gucken, das werde ich mir vielleicht gleich schon durchlesen und allein die Farben sind total toll. Ja, das passt natürlich perfekt. Auch hier zum Fensterbild der Meerjungfrau. So. Ich grabe weiter. Achso, vielleicht können wir zwischendrin jetzt hier mal das hier auspacken. Es ist was Weiches. Ich hatte schon überlegt, ob es irgendwie Socken sind oder so. Aber an der Seite ist es ein bisschen härter. Entweder ist es das Etikett oder es sind doch keine Socken. Ich bin gespannt. Wir machen es jetzt auf. Nee, keine Socken. Was ist denn das? Ach so, kann man da Stifte reinpacken? Das ist so eine kleine Federtasche, glaube ich. Bücherliebe. Ach so, das hat sie sogar. Ein Stift-Etui. Genau. Und was ist da drauf? Sind da Sternzeichen drauf? Irgendwelche Symbole drauf. Aber ich weiß nicht, ob das Buchstaben sind. Ja, und total samtig weich, total schön. Ja, wenn man dann immer vielleicht unterwegs ist und dann einen Stift braucht, um sich irgendwas zu notieren, während man für eine Leserunde liest, ist das natürlich auch perfekt. Oh, und hier eine kleine Feder als Reißverschluss in ja, Dunkelmeerblau. Ja, auch total schön. Und es fühlt sich auch unglaublich schön weich an. So, dann haben wir den Umschlag auch. Und jetzt bleiben uns, glaube ich, nur noch drei Bücher. Und ganz zum Schluss lagen hier nochmal diese schönen großen Fensterbilder. Mal gucken, vielleicht schenke ich davon ein paar irgendwie meiner Nichte oder so. So viel Platz habe ich gar nicht, die alle als Deko zu verwenden. So, und noch ein paar Holzfischis sind hier drin. Und dann ist das Paket leer. Aber wir haben ja noch diese wunderschönen drei... Oh, da ist irgendwas runtergefallen. Ich glaube, noch ein Holzfisch. So, also wir machen das hier auf. Der Kugelfisch. Es ist ein gebundenes Buch. Hier ist es schon ein bisschen aufgegangen. Oh, ich glaube, ich weiß, welches das ist. Das ist ein Klassiker von Jules Verne.
Und zwar 20.000 Meilen unter den Meeren mit den Originalillustrationen. Cool. Ich habe das mal, glaube ich, als Hörspiel oder so habe ich das mal gehört. Ich wusste gar nicht, dass das so fett ist. Es hat auch so bibeldünne Seiten. Das hat ja über 600 Seiten. Aber wirklich viele schöne Illustrationen. Ja, ich lese euch einfach mal den Klappentext vor, falls ihr. Jetzt habe ich hier meine Kamera hier so ein bisschen verschoben. So. Falls ihr nicht wisst, um was es geht, ich könnte es jetzt auch nicht hundertprozentig zusammenfassen. Eine Gruppe von Wissenschaftlern und Ingenieuren gelangt unversehens an Bord des gigantischen U-Boots Nautilus und in die Obhut von Kapitän Nemo. Gemeinsam unterqueren sie die Weltmeere und erleben spektakuläre Abenteuer. Sie besuchen sogar das untergegangene Atlantis. Die Gäste sind fasziniert, doch bald spüren sie, dass sie Gefangene ihres rätselhaften Kapitäns sind. Wer ist Nemo wirklich und wie gelingt ihnen die Flucht von diesem mysteriösen Schiff? Der Roman 20.000 Meilen unter den Meeren ist ein Meisterwerk aus der fantastischen Welt des Jules Verne. Ja, ich glaube, ich habe auch bisher noch gar nichts von Jules Verne gelesen. Und Abenteuer ist ja im Moment auch ganz hoch im Kurs bei mir gerade. Und deswegen muss man Jules Verne dann auch mal lesen. Und ich finde diese, ich glaube, Anaconda ist es, ne? Ja, Anaconda-Ausgabe auch wirklich ganz cool gemacht. So, weiter geht's. Welches mache ich? Das ist dünner, kleiner. Dann nehme ich mal das hier. Auch gebunden. Ich habe mir auch extra nicht mehr genau vorher angeguckt, welche Bücher ich alles drauf gemacht habe. Oh nein, wie schön! Ein Notizbuch. Ich liebe Notizbücher. Das ist ja richtig cool. Mit Blankoseiten und ja, einer richtig coolen Meerjungfrau drauf. Das ist ja super cool. Darüber freue ich mich auch wahnsinnig. Dann passt das ja auch wieder mit den drei Büchern. So, und als letztes haben wir hier noch ein Taschenbuch. Bin gespannt. Ja, und zwar The Cavern, das Grauen aus der Tiefe. Das ist ein, ja, ein Tauch-Unterwasser-Horrorroman. Ein Erdrutsch im australischen Outback fördert Unglaubliches zutage, ein uraltes, unversehrt gebliebenes Höhlensystem. Um die unterirdischen Gänge zu erkunden, wird ein Forscherteam zusammengestellt, dem sich auch der an Klaustrophobie leidende Sam anschließt, in der Hoffnung, als Sanitäter das Basislager nicht verlassen zu müssen. Es dauert jedoch nicht lange, bis einer der Forscher verletzt wird und Sam in die pechschwarzen Tiefen hinabtauchen muss. Dort in den dunklen Eingeweiden der Erde muss sich Sam aber nicht nur seinen inneren Ängsten, sondern auch einer sehr realen Gefahr stellen. Ein brutales und unerbittliches Raubtier macht Jagd auf die Abenteurer und es beginnt ein verzweifelter Kampf um Leben und Tod. Ja, ich habe euch, glaube ich, in irgendeinem Video schon erzählt, dass ich in letzter Zeit auch so viele Dokus und Filme über Höhlentaucher geguckt habe und dass mich das auch total fasziniert und mich irgendwie ängstigt. Und deswegen ja, hatte ich das gefunden, als ich, das ist auch noch nicht so lange, ich glaube, das ist erst seitdem ich diese Wunschlisten für Jenny gemacht habe, ist das bei mir drauf, auf der Wunschliste. Als ich das, ja, die Wunschliste erstellt habe, habe ich halt das auch noch entdeckt und aus dem Lucifer Verlag ist es. Ja, so Monster-Horror ist ja sonst nicht total meins. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr ins Action-Metzel-mäßige, sondern dass es auch düstere und spannende Atmosphäre hat und auch eben so einen subtilen Horror dabei hat und nicht nur Gemetzel ist. Ja, das ist doch eine wunderbare Mischung. Ich habe einen Klassiker, ich habe einen Horrorroman und ich habe ein melancholisches, schönes Märchen als Bilderbuch. Ja, das war doch ein ganz, ganz wunderbares Paket. Leider ist es jetzt schon vorbei. Man wird ja am liebsten weitermachen. Aber irgendwann ist auch das schönste und tollste Paket zu Ende.
Und ich kann euch auch gar nicht sagen, worüber ich mich am meisten freue. Ich glaube, ich freue mich außerhalb natürlich von den Büchern, die immer so das Highlight sind. Also ich glaube, über Undine von Benjamin Lacombe freue ich mich am meisten. Das ist das große Highlight. Aber von den Goodies freue ich mich auch wahnsinnig über dieses Notizbuch und auch einfach, wie viel Mühe sie sich gegeben hat mit diesen ja, Unterwassertieren auch, die ich dann überall entdecken konnte, zwischen den Wellen hier, zwischen den papierblauen Wellen. Und ja, auch dieses Mäppchen hier ist total niedlich. Also ich glaube, ich muss mich denn jetzt in Ruhe nochmal mit den ganzen kleinen Dingen beschäftigen. Und ja, Jenny dann nochmal ja, eine Dankesnachricht drauf sprechen, aber ansonsten sieht sie dann ja auch dieses Video. Also vielen lieben Dank an dich, Jenny, für dieses tolle Themenpaket. Also das werden wir sicherlich nicht das letzte Mal gemacht haben. Ich finde, es sind ja auch noch ein paar Themen übrig, die ich mir ausgedacht habe. Also vielleicht mache ich es dann nochmal irgendwie mit jemand anderen oder in einem Jahr nochmal mit der lieben Jenny. Wir werden sehen, auf jeden Fall. Hat mir das extrem Spaß gemacht und ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen Freude dabei hattet, zusammen mit mir dieses Paket zu entdecken. Und ja, ich hoffe, dass ihr jetzt schnell bei Jenny vorbeischaut oder vielleicht schon vorbeigeschaut habt und schaut, wie sie ihr Paket auspackt. Mein Paket, was ich für sie zusammengestellt habe. Ich freue mich schon diebisch, ihr dabei zuzuschauen. Und ja, es ist einfach eine tolle Sache, sich gegenseitig eine Freude zu machen und ein bisschen zu überraschen. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet auch Freude dabei und ich wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.